Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem privaten Kanal Symptom 1. Heute geht es darum, wie man gesperrte YouTube-Videos, die nicht weltweit gesperrt sind, wie man diese Videos trotzdem anschauen kann. Ich weiß, viele denken sich, ja, das kenne ich schon, ich weiß es. Ja, es stimmt. Aber es geht mir darum, dass einige meiner Videos auch teilweise gesperrt sind und es ist halt immer eine große Mühe, das Video wieder zu löschen und wieder hochzuladen mit Creative Commons und so weiter. Deswegen wäre es vielleicht einfacher, wenn ihr dann mit wenigen Klicks und Handgriffen solche gesperrten Videos, zum Beispiel von mir, was ich euch gleich zeigen werde, euch selbst anschauen könnt. So. Zum Beispiel gibt es hier bei meinen Videos in unseren Playlists hier bei den Top 35 meine Lieblingssongs das erste Video und das dritte. Ich glaube, das zweite ist, glaube ich, gar nicht mal gesperrt. Auf jeden Fall das erste zum Beispiel, 35 bis 31. Da kommt gleich die Meldung. Leider ist dieses Video das Musik von SML beinhaltet, in Deutschland nicht verfügbar. Zurück. Entschuldigung. Nicht verfügbar, da die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht eingeräumt hat. Das tut uns leid, uns nicht. So, wie ihr das umgehen könnt, ganz einfach, kostenlos, schnell. Wie gesagt, viele wissen es, ich sag's trotzdem, weil es für mich und vor allem für meine Videos wichtig wäre. Wie gesagt, wie schon erwähnt, und zwar mit einem Firefox Addon namens ProxTube. Ihr öffnet ein neues Fenster, einen neuen Tab, wie auch immer. Dann gebt ihr ein addons.mozilla.org, bestätigt, und ihr kommt auf die offizielle Addons, Mozilla Addons Seite. Dort findet ihr verschiedene Addons für Mozilla, wo ihr dann eben euer Mozilla Firefox aufpeppen könnt. Wir suchen jetzt aber nach ProxTube. Wir geben also ein ProxTube. Und es kommt hier gleich. Hier gesperrte Videos, YouTube-Videos anschauen und so weiter. Und genau. ProxTube, gesperrte YouTube-Videos schauen. Hilft beim Umgehen der Videosperren, also zum Beispiel GEMA und ähnliche, auf YouTube. Und das völlig legal. Warum, das erkläre ich gleich. Wir fügen ProxTube und Firefox hinzu. Kurze Anmerkung. Mit dem Internet Explorer weiß ich es noch nicht. Ich werde mal mich erkundigen und ein Tutorial mit der Internet Explorer Version machen, wenn es eine Internet Explorer Version gibt oder wie es allgemein mit dem Internet Explorer funktioniert. Aber zunächst fügen wir dieses Addon Firefox hinzu. Das Ding wird runtergeladen. Ich habe es schon runtergeladen, deswegen breche ich ab. Ihr müsst jetzt installieren klicken und das Ganze wird installiert. Dann kommt hier eine Meldung, starte, hier unten starte, also Firefox neu starten, klickt ihr drauf, dann startet Firefox neu. Und dann müsstet ihr hier, gut, bei mir ist es deaktiviert für diese Vorführung, dieses rot leuchtende Symbol haben. Und das bedeutet, das ist ProxTube und ProxTube ist aktiv. Grau hinterlegt heißt deaktiviert oder inaktiv. So, ProxTube ist jetzt bei mir aktiv. Was ihr jetzt noch für kleine Einstellungen vornehmen müsst, ist folgendes: Extras, Addons, dann kommt ihr zu der Liste der verwaltenden Addons, also alle Addons, die ihr habt, die ihr installiert habt. Ich habe zum Beispiel, jetzt kann ich euch sagen, Plus, Download Helper, Flagfox und das ganze Zeug. Und hier findet ihr, gut, das habe ich jetzt mal aus Demonstrationszwecken mal runtergeladen, nochmal. Das sollte bei euch jetzt noch nicht kommen, oder nicht kommen, das soll jetzt mal einfach normal aussehen, wie alle anderen. Und hier klickt ihr auf Einstellungen bei ProxTube. Einstellungen. Und die oberen beiden Kontrollkästchen sollen aktiviert sein. Also das erste, beim ersten steht nicht mehr Fragen, ob die Proxy-Einstellungen geändert werden dürfen. Das heißt, jetzt kommt das.
Jetzt erkläre ich euch, wie das Ganze funktioniert. ProxTube, wie der Name schon sagt, arbeitet mit Proxys. Proxys sind sozusagen Zwischenstellen zwischen eurem PC, beziehungsweise zwischen eurer IP und dem Server und einem anderen Server, dem Zielserver, in dem Fall der Server von YouTube. Also das, die Zwischenstellen sind eben sogenannte Proxys. Ist deswegen wichtig, weil wenn es Videos sind, die teilweise gesperrt sind, heißt das, zum Beispiel in Amerika ist dieses Video nicht gesperrt. Und ProxTube versucht über einen amerikanischen Server Zutritt oder Zugang zu diesem Video zu bekommen. Das heißt, er fragt immer nach, ob tatsächlich jetzt diese Proxy-Einstellungen geändert werden dürfen. Muss er nicht jedes Mal fragen. Ihr wollt ja das Video anschauen, also Kontrollkästchen aktivieren. Das zweite, keine SSL-Benachrichtigung anzeigen. SSL ist eine ein Verschlüsselungsmechanismus. Es kommt dann immer die Benachrichtigung, wenn ihr ein Video entsperrt. Und, also kurz bevor es entsperrt wird, dann kommt ein kleines Fenster. Ja, bestätigen. Es ist nichts weiter als ein Bestätigungsfenster. Das braucht ihr auch nicht immer anzeigen lassen. Also auch aktivieren. Das dritte ist Foxy Deal. Das ist nicht wichtig. Das ist bloß ein Zusatz-Add-on für Preisvergleiche im Internet. Das braucht ihr nicht. Und dann klickt ihr einfach auf OK. Verschließt ihr das? Dann geht ihr wieder auf. Jetzt habe ich es leider geschlossen. Ist ja Wurst. Dann geht ihr wieder auf meinen Kanal. Beziehungsweise hier können wir, glaube ich, sogar schon. Genau. Gesamte Playlist ansehen. Hier. Wir hatten ja dieses Video. Könnt ihr euch wieder anschauen. Dann klicken wir drauf. So, und automatisch wird dieses Video entsperrt und ihr könnt es anschauen. Es fängt sofort an zu laden und so weiter, ganz normal. So, gut, das grüne Kästchen könnt ihr wegklicken, das braucht ihr nicht. Also ihr könnt es jetzt dann ganz normal anschauen, ihr könnt ganz normal kommentieren, liken, etc. Wie ihr wollt. Das war's eigentlich schon. Ich schau mal, ob ich eine Tutorial-Version für den Internet Explorer machen kann und für vielleicht auch für Chrome. Und bis dahin könnt ihr euch auch meine anderen Videos anschauen. Übrigens von meinen Lieblingssongs kommen demnächst die Plätze 20 bis 16 und 15 bis 11 in Kürze, in ein paar Tagen. Und bis dahin macht's gut und viel Spaß mit deinen anderen Videos. Ciao.